So, hallo und herzlich willkommen damit zu 3, 2, 1, jetzt! Cryo 4. Hab ich mich auf dieses Spiel gefreut? Nicht, ich hab... Geh einfach mal sofort auf neues Spiel, Medium, los geht's. Hört euch diese Musik an. Das ist das beste Intro aller Zeiten. Cryo 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr emotional, sehr spannend, sehr schrecklich. Oh, so viel an, dass ich mich gar nicht mehr erinnere. Take the...
konnte ich nicht lesen. So. So, hier sind wir nun in unserem Zimmer mit dem tollen Half-Life-Poster. Gleich erstmal screenshotten. Das. Die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen sehr hoch. Entschuldigung, falls ich jetzt noch gerade alles einstelle. Ich mache mal kurz alles etwas höher. Ich mache das dann später leiser, falls es zu laut ist. Mouse-Sensitivity. So, apply. Okay. Ach, das sieht wieder zu... Ja. So. Hier sind wir auch jetzt bei der... Ich hasse dich. Bei einer der berüchtigsten Anfangsszenen in einem Videospiel überhaupt, würde ich jetzt... Ach ja, man kann ja so vorweg sprinten. Crouch jump dadurch. Oh, ich kenne mich schon so gut aus in diesem Spiel. Okay, ich will aber erstmal alles erkunden. Da war irgendwas, ich habe es gar nicht gesehen. Ich will da nicht rein. Ich werde mich trotzdem erschrecken. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass es kommen wird. Also, Curve 4. Es war ursprünglich ein Mod für Half-Life 2. Das hätte ich alles in der Anmoderation sagen müssen, aber vielleicht schneide ich das jetzt auch einfach in die Anmoderation. Ja. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe gelben Tee. Heißt der so? Der gelbe. Ich habe Kekse. Ich habe Wackelkopf Jesse Pinkman. Okay, ich habe also kein Guthaben, deswegen kann ich nicht meine Mutter anrufen. Irgendwie sowas war da. Weiß nicht, hab grad zu viel geredet. Also, das war ursprünglich. Oh, ich habe nur 30 FPS. Aber es ist halt ein Half-Life-Mod. Half-Life 2 ist. Half-Life 1, Half-Life 2, ich weiß es gar nicht. Sieht auf jeden Fall nicht scheiße aus, also nicht. Hab das gesehen? Ich hab's gesehen. So, soweit ich weiß, ist das. Also ich habe auch schon viele Gameplays und Let's Plays und Walkthroughs und in Livestreams gesehen, wie Leute ein bisschen über dran verzweifelt sind. Ich muss erstmal das Inventar einrichten. Auf Slot 3 machen wir das Handy. Auf Slot 2, auf Slot 2 das Messer. Und es gibt zwei Arten, dieses Messer zu benutzen. Einmal so. Deutlich schneller und dann so deutlich stärker. Drei. Und dann kann man beide zusammendrücken und man hat so. Okay, meine Mutter hat mir geschrieben, wann bist du zu Hause? Also wir haben es jetzt nicht ganz so spät wie bei Soma. Denk dran, dass alles vor deinem Fenster wartet. Ach ja, sehr nett, wenn man Leuten schreibt, ja, ich nehme gerade Curve 4 auf. Es ist 21.36 Uhr, Sonntag. Und morgen früh um 3.07 Uhr soll irgend so ein krasser Mond beginnen. Den will ich auf jeden Fall nicht verpassen. Jetzt laufe ich eigentlich gerade rum und überlege, was ich hier machen musste. Also man konnte auch mehr oder weniger ein bisschen mit der Umgebung interagieren. Dann gab es ja so ein paar coole Kommentare von dem lieben Simon, heißt er. Also, ich brauche das jetzt gerade nicht. Hashtag coole Kommentare. Und ja, das ist jetzt halt, falls ihr selber spielen wollt. Falls irgendjemand auf die Idee kommt, das selber spielen zu wollen.
Gehen wir mal hier rein. Aber man muss bedenken, es ist halt ein Mod, der als eigenständiges Spiel umgewandelt wurde. Das heißt, man darf nichts machen, was das Spiel brechen könnte. So, Passwort und irgendwas anderes. Gut. Ich mach kurz meine Stifte auf. Einen habe ich schon verloren von den Feinlinern. Cool. Brauche ich gleich zum Aufschreiben. Das Gute ist nämlich, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert, was wir machen müssen. Weil, wie gesagt, ich habe mir bei ein paar anderen Leuten angeguckt. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, weil wenn man vorher nicht weiß, was man machen muss. Weil ich spiele das Spiel schon seit Ewigkeiten, aber ich habe es nie durch. Das heißt, ich weiß nicht alles, ich weiß nicht ansatzweise alles. So, hier ist der erste Zettel. Jill Username. Das kann ich mir merken. Ich schreibe trotzdem auf. Ne, ist klein geschrieben. Die sind nämlich auch jedes Mal anders. Und jetzt müssen wir nur noch das Passwort finden. Ah, die Steuerung. Damit habe ich immer noch ein bisschen Probleme. Fun Fact: Ich nehme das auf den Abend auf, bevor Soma Jill and David. Ja, komm, das merke ich mir. Jill and David. Ich nehme das jetzt den Abend auf, bevor Soma hochgeladen wird. Ich glaube, das ist morgen früh oder sowas online. Aber das kommt halt viel später raus, und zwar am 4., ne? Am 4. wollte ich es hochladen oder sowas. Jill and David war es hoffentlich. Jill. Sieht alles. Jill and David. Jill Username. Da ging diese Tür auf. Das ist der PIN-Code für das Zahlenschloss von vorhin. 1, 6, 8, 7. Oh! Habe ich von meiner. Da war was. Da war hundertprozentig was vom Fenster. Man kann so krasse Sprint-Aktionen machen. Die ziehen auch. Also unten links Leben und Energie. Ich habe hier so viel Scheiße liegen. Aber habe ich meinen Schreibtisch erst vor ein paar Tagen aufgeräumt. So. Ist gerade ziemlich still alles. The door won't budge. So, hier geht's rein. 1678. 1687. 6, 8, 7. Coole Animation, finde ich. So, und dann rein da. Da ist doch. Okay, andere Richtung. Pullover, ein Kumpel von mir hat den. Look to the right. Noch Grüße an Mattis. Cooler Pullover. So, erstmal speichern.
Save in progress. Gut, hat gespeichert. Cutscene. Es soll so dunkel sein. Blut auf dem Boden? Christus, es sieht so aus. Wie bin ich zum Fick hierher gekommen? Böse Sprache, nicht angewöhnt. Wie trefft ihr noch niemand? Ich treff den doch jetzt. Ey, ich nehm. Ich nehme so viel Schaden beim ersten Gegner. Damn it! No signal. So. Dann höre ich jetzt auch hiermit mal auf. Mit dem ersten Part. Ich werde jetzt erstmal 3-4 Parts aufnehmen. Warum auch immer ich so einen Scheiß mache. So, erstmal Bildschirm aus. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war der Auftakt zu einem wirklich grandiosen Spiel. Ihr könnt mir glauben, ich liebe diesen Mod, also diese Mod, dieses eigenständige Spiel ja mittlerweile. Und ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Wie würde Ciao sagen? Tüdeli.